So. Bisschen aufgeräumt hier. Und der Strudel ist weg. So einfach wird man einen Strudel los. Jetzt muss ich nur gucken, dass der Knochentrocken mich durchlässt. Er lässt mich durch. Wie nett. So. Last but not... Lass mich in Ruhe. Und weg hier. Ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Die ist mir suspekt. So. Einmal speichern. Und weiter. Einmal durch die Höhle. Die ganzen Karten sind übrigens weg. Naja. So ist halt. Oh, ich, Mann, ich will doch nicht kämpfen. Ja klar, noch mehr. Probieren wir mal den Seriensprung, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich ihn verkacken werde. Ich wusste es. Ich wusste, ich werde ihn verkacken. Nochmal. So. Egal. Alle tot. Kriegen wieder ein bisschen Hammerkraft. So, mal gucken, ob der Captain noch links ist oder ob ich wieder ein Schiff kann. Ich vermute mal, der ist noch da. Ja. Aber der Strudel muss doch jetzt aufhören. Na also. Jawohl. Mario, wir haben uns ganz doll gewünscht, dass der Strudel verschwindet und weg ist er. Das macht mir ehrlich gesagt etwas Angst. Ich will diese Macht nicht. Schnell zum Schiff und weg hier. Süß. Sagen wir es ihm nicht. Er scheint jetzt ordentlich motiviert zu sein. Das sollten wir nutzen. Alles klar. Ich verstehe. Halt, falsche Richtung. Ich muss hier lang. Verwüstung! Ich meine, das hier ist die Strudelinsel. Ich meine, es war die Strudelinsel. Gut, der Strudel war ein Problem für die Seefahrt, aber ich sitze jetzt auf 500 T-Shirts mit dem Aufdruck, die Strudelinsel völlig durchgedreht. Ich habe echt so ein T-Shirt, bitte. So, der Strudel ist weg. Also können wir Segel setzen und uns den Farbstern holen. Ja, dann machen wir das doch. Möchtest du in den See stechen? Ja. Ausgezeichnet, los geht's. Ja, haha. Schnapp den Farbstern, dann können wir weiter. Wir sind so nah an der Schatzinsel. Auf geht's, Mario. Ahoi. Ahoi. Juhu. Ein paar Herzen wären nicht schlecht. Oh. Danke. Als hätte man mich erhört. Sehr gut. Sehr gut. Finden wir da den großen Farbstern? Ich denke nämlich schon. Nein? Okay. Wo könnte er sein? Hm. So viele Level gibt's gar nicht mehr, ne? Okay, wir gehen mal rein. Mal gucken, was uns erwartet. Holunder Atoll Leuchtturminsel. Beim Klabautermann. Hä? Alles dunkel, so etwas ist mir ja noch nie untergekommen. Aber mir macht die Dunkelheit nichts aus. Ich gehe auch mal im Dunkeln in den Keller. Vorwärts! Oh Gott. Ich hätte jetzt gedacht, dass es tatsächlich eine Wand ist.
Es ist doch etwas dunkler, als ich gedacht habe. Nee, echt? Nein, 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 unmöglich. Bei diesen Lichtverhältnissen können wir diese Gewässer nicht befahren. Wir würden einen Schatz nicht mal bemerken, wenn wir mit ihm zusammenstoßen. Und was jetzt? Wie konnten wir das übersehen? Ein perfekter Ort für einen Leuchtturm. Wenn er jetzt noch an wäre. Gehen wir an Land und sorgen mit dem Leuchtturm für Erleuchtung. Wie geil das Boot auch wenden kann. Also, das Schiff. Mari, wir untersuchen den Leuchtturm. Such du ruhig nach Fahrsternen. Vielleicht haben wir ihn sogar schon repariert, bis du kommst. Wahaha. Auf geht's, Toads Ahoi. Gott. Dasselbe Spiel wie gerade eben. Kann ich eigentlich mit den Kanonen schießen? Nö. Schade. So. Farbe haben wir eigentlich voll. Wow. Ja, nee, ist klar. Eine Blooper-Karte. Jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Pushen. Sag mal, wie viele Blooper sind denn das? Ich mache jetzt einfach alle mal kaputt. Und den letzten, in den laufe ich natürlich rein. Natürlich. Okay. Ich tue immer mein Gamepad hier runter unter den Schreibtisch und dann sehe ich das gar nicht. Das sind zwei. So, ich würde sagen, das reicht. Eins, zwei, na, komm schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wird nicht reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch, es reicht. Na also. Hupsala. Jetzt schmeiße ich auch noch alles rum. So. Erstmal alles umschmeißen, das ist immer gut. Guck mal, jetzt habe ich einen verschwendet und bekomme wieder einen. Das ist doch gut. Das ist ein guter Deal. Gehst du wieder hoch? Dann bleib halt so. Ich wollte dich doch nur umschmeißen, du Scheißding. Na also. Jetzt fall um. Danke. Ich wollte einfach nur, dass er umfällt. Was anderes wollte ich nicht. So. Oh, meine Hellen. Meine Hellen. Ich sag dazu einfach mal gar nichts. Ist es der Einzige? Nö, da kommt nochmal ein Einzelgänger. So. Ich riskier's jetzt einfach mal. Ist mir jetzt egal. Eins, zwei, drei, vier. 5 1 2 3 4 5 und du bist tot. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Jawohl. So muss das sein. Und nicht anders. Bisschen Farbe, ein bisschen Hammer. Bisschen alles. Das ist die Peach-Karte. Dann gucken wir uns die doch mal an. Peach Post 5. Mario, ich erfuhr, dass Bowser selbst uns den entfernten Toad geschickt hat, um mich in seine Fänge zu locken. Die schwarze Farbe, mit der er bedeckt ist, verleiht ihm ungeahnte Kräfte, welche er nutzt, um seine Pläne voranzutreiben. Er hat mich entführt, um seine Kräfte zu demonstrieren, doch damit gibt er sich nicht zufrieden. Mario plant etwas, etwas absolut Entsetzliches. Ja, das kennen wir ja gar nicht anders von ihm, ne?
Also, es ist Bowser. Was erwartet ihr? Sorry. Es ist wirklich stockfinster. So könnt ihr unmöglich weitersegeln, oder? Hoffentlich funktioniert der Leuchtturm bald wieder, damit du die Farbsterne finden kannst. Woher weißt du davon? Hast du uns spioniert? Er ist ein Spionagetod. Du kommst genau richtig, Mario. Wir besprechen gerade, wer zuerst in den Leuchtturm darf. Als Captain steht das ja eigentlich mir zu, aber als Zeichen meiner Wertschätzung überlasse ich diese Ehre dir. Ey, gleich. Ich muss hier erstmal schön ein bisschen einfärben. Und der Block da oben, der fasziniert mich. Jawohl. Ein Koopa, ein toter Koopa. Karten, soweit das Auge reicht. So wie sie es gehört. Also da oben geht's weiter, aber jetzt gehen wir erstmal in den Leuchtturm rein. Weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Oh Gott. Da unten ist ein Toad. Was will der von mir? Toll. Hi. Bist du an einem Maxi-Pilz interessiert, der dich wieder fit macht? Für nur 100 Münzen pro Stück. Nein, danke. Komm mal wieder vorbei. Aber gut, dass wir das wissen. Falls wir mal Pilze brauchen. So. Oh. 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 Ja. Viel zu ungeduldig. Ich liebe diese Musik. Ja, ist okay. Nein! Ah! Nein! Was soll das? Ja, ist okay. Nein, der ist da drüben. Eine Kopie. So, geschafft. Alles umgedeckt. Gut. Die Kappe zurechtstutzen. Okay, hier unten ist nichts. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt wieder ein Mega-Labyrinth. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Warum habe ich das dumme Gefühl, dass die Kiste sie ziemlich stabil aus, selbst ein Schlag mit dem Hammer macht dir wohl nichts aus. Dann musst du wohl eine andere Technik anwenden, wenn du dir die Lösung ans Revers heften möchtest. Hallo, ist da jemand? Ich bin in dieser Kiste gefangen und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich dachte doch gerade, warum redet die Kiste jetzt auf einmal mit mir? Hä? Oh mein Gott. Hey, willkommen im Leuchtturm, Kumpel. Ich bin der Leuchtturmwärter. Ich will die Dunkelheit erleuchten, aber das Licht geht nicht an, weil es einen Stromausfall gibt. Oder so. Ich weiß es ja auch nicht, ich bin kein Elektriker. Hoffentlich löscht diese Dunkelheit nicht auch das Licht in meinem Herzen. Warum können wir nicht mal jemanden treffen, der einfach nur ganz normal ist? Keine Sorge, Herr Leuchtturmwärter, wir bringen das Licht schon wieder in Ordnung. Wahnsinn, Leute. Das würdet ihr für mich tun? Dann werde ich euch auch helfen. Das wird euch vom Hocker hauen. Denn ich zeige euch, ta-da-da-da, die Reverswelt. Tja, was soll ich sagen? Wir wissen schon Bescheid. Da ist eine seltsame Röhre, oder? Und sie führt in diese andere Welt, richtig? Oh, das wusstet ihr also schon. Also ja, diese abgefahrene Röhre führt in die Reverswelt. Wenn ihr den Leuchtturm verlasst, erwarte ich euch am Wasserfall. Noch eine Reverse-Welt. Verrückt, was man auf abgelegenen Inseln mitten im mysteriösen und fast unerforschten Ozean alles findet. Tja, meine Intuition sagt mir, dass wir uns diese Reverse-Welt einmal ansehen sollten. Vielleicht finden wir einen Weg, an das Licht wieder einzuschalten. Und gelangen endlich zur Schatzinsel.
Ich hab gedacht, ich bin jetzt reverse-frei, aber anscheinend nicht. Yay. Okay, am Wasserfall. Dann war es ja gut, dass wir zuerst zum Leuchtturm gegangen sind. Oder? Oder? Da ist der Wasserfall. Oh! Komm, den Kingmon. Hehehe. Und tschüss. Such mich. Nö. Und tschüss. Zack, 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 zack. Tschüss. Muahahaha. Okay. Bloopers. Überall. Warum Bloopers? Ich mag die nicht. Einfach aus Prinzip. So. Bist du. Nee, du bist es nicht. Laut einer alten Legende soll sich hinter diesem Wasserfall ein Schatz befinden. Niemand weiß aber an der Geschichte, was dran ist. Papier sollte sich schließlich von Wasser fernhalten. Oh, das stimmt, ne? So, gib mal die Farbe her. Dich lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Hey Mario, lange nicht gesehen. Ich habe die Toads gebeten, den Weg in die Reverse-Welt freizugeben. Aber ich muss dich warnen, die Reverse-Welt ist ein gefährlicher Ort. Und danke dafür, dass du mir mit dem Leuchtturm hilfst und so. Viel Glück. Bitte. Ist schon nicht so, dass du das vielleicht auch mal selber machen könntest, aber okay. So, ich kann jetzt an der Liane da ziehen. Dann ziehe ich mal dran. Oh, jetzt guckt er aber. Und es ist. Naja, nicht wirklich was Spektakuläres. Der Wasserfall hat sich geteilt. Ist da ein Schatz versteckt? Menno, da ist ja nur eine Wand. Ja, doof, ne? Aber ich kann doch da bestimmt irgendwas schneiden. Ich muss nur den richtigen Winkel finden. Das sieht so aus, als könnte ich da was schneiden. Oder vielleicht hat es was, wow, mit der Reverse-Welt zu tun. Das kann auch sein. Geh mal den Block her. Leider ist mein Inventar mal wieder voll. Was für ein Zufall. So. Und rein in die Röhre. Rein in den Schlund. Hallo, Reverse-Welt, schön dich wieder zu sehen. Leider ist mein Inventar mal wieder voll. So, ist der Wasserfall jetzt weg oder ist er wieder da oder ist er noch da? Nee, der ist jetzt brüchig. So. Aha. Da kann man noch nichts anfangen mit. Ist aber dafür. Ich frage gleich mal den rosa Scheigei. Ich werde dich niemals vergessen, Wand. Alles klar. So, der ist. Warum ist der nicht farbig? Muss ich den drüben in der realen Welt anfärben, oder? Ich kapiere doch diese Reverse-Welt nicht. Ach, guck mal, hier geht's weiter. Gegen 5 Buhus. Och, nö. Und noch mehr. Toll. Na, toll. So, ihr habt verkackt. Der Sack überlebt es auch noch, weißt du? Aber die nicht. Ey.
hör auf, mich anzukotzen. Oder was auch immer du getan hast. So, einmal sortiert. Halb sortiert ist halb gewonnen. Und tschüss. Weißt du, wegen dem Popelfetzen, was er noch an Farbe hatte, musste ich jetzt einen ganzen Sticker wieder verschwenden. Diese blöden Geister. So, wo kann ich jetzt hier hin? Bleib unten. Ganz einfach. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Habe verstanden. Ach nee, das sind ja mehrere wieder gewesen. Ich hab's jetzt erst gesehen. Ah, ich will nicht. Darf ich fliehen? Bitte. Warum war mir das so klar? Wow, heilige Scheiße. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ich verpiese mich. Ist mir egal, was ihr sagt. Nein! Ah! Oh, fuck. Okay. Mir geht's ganz, ganz dreckig. Was mache ich denn jetzt? Scheiß Knochen trocken, ey. So, ist mir jetzt egal. Absolute Verschwendung. So. Und jetzt verpisse ich mich. Weil die machen mir tatsächlich doch zu viel Schaden. Ciao. Jetzt geh weg. Bleib doch nicht einfach stehen. Geh. Ich habe gerade sagen wollen, dass er weggehen soll. Und was macht er? Läuft in mich rein. So, das sollte reichen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Oh, nee. Weg mit dir. So. Na also. Ah, Gugus und Knochen trocken. Wieso tut man mir das an? Für Farbe. Für beschissene Farbe.